Hey, 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 Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Mein Name ist WirmalExile und heute sind wir mal wieder im Start und ja, haben ein bisschen weitergemacht bei meinem Rebuild. Und zwar ist das hier eine eigentlich ordentlich vollgepackte Episode, wo Rare Loots vorkommen, wo geile Szenen vorkommen, etc. Ich will euch jetzt gar nicht spoilern. Ich wünsche euch einfach an der Stelle viel, viel Spaß dabei. Möchte aber vorneweg noch sagen, dass sich meine Mikroqualität von Clip zu Clip manchmal ein bisschen ändert, weil ich habe zurzeit eigentlich ein Headset in Benutzung, das ein ziemlich crappy Mikrofon hat und habe mir vor kurzem sowieso ein neues Headset bestellt. Das hat ein bisschen ein besseres Mikrofon, das ist auch das, was ihr jetzt gerade hört. Und da ich ja im Moment nicht an meinem Main-Setup sitze, heißt das, alles sind Headset-Mikrofone und manchmal eben ein bisschen das bessere Mikrofon und manchmal ein bisschen das schlechtere und irgendwann in Zukunft wird es dann nur noch das bessere sein. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, Freunde. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Vergnügen bei der Episode. Oh, God bless. Oh, that's sweet. That's real fucking sweet. I like it. Alles zur Bank. Und wir machen weiter mit dem Todestask. Ey, Reaper-Task beendet. Und wir schauen noch ganz kurz in die letzte Kiste rein. Und wir haben hier noch einen Magic Tree Seed. Also, pretty neat. Kein einziger Loot, zumindest wenn ich es richtig im Kopf habe, war unter 100k. Das ist dann doch sehr angenehm. Plus noch eben den Rare Loot. Das ist noch angenehmer. Und wir kommen immer näher an unseren 40.000 Cash Stack plus minus, den wir dann brauchen, um den Dezimierer zu kaufen. Denn ich glaube, ganz ehrlich, ich möchte als allererstes wirklich mein Range Gear updaten, um besser Rexor machen zu können. Ich denke, das macht auch am meisten Sinn. I don't know. So, mal wieder ein ganz kurzes Update. Ja, ich habe weiterhin geflippt, wie ihr euch vorstellen könnt. Hauptsächlich immer noch Pernix Boots, die sind einfach unglaublich nice zum Flippen. Ich kann mir das fast gar nicht vorstellen, wie geil das ist. Wir machen auch gleich einfach wieder 4 rein, weil, keine Ahnung, mit der Zeit kaufen die sich irgendwie immer. Ja, außerdem sind wir mittlerweile bei 37.000 Cash Stack. Ich will jetzt eigentlich, weil ich kann jetzt heute nicht allzu viel spielen, will ich das noch nicht gleich ausgeben. By the way, das ist mein Hund, der da mit dem Ping-Pong-Ball spielt, den ihr vielleicht hört. Ich will das noch nicht gleich ausgeben, aber wir sind mittlerweile vom Cash-Stack her so weit, dass ich mir definitiv den Dezimierer kaufen möchte, sobald ich dann eben mehr oder weniger fertig geflippt habe, weil, ja, dafür muss ich ja quasi mein ganzes Hab und Gut ausgeben. Wenn ich aber den dann habe, dann haben wir halt wirklich eine decent Range-Waffe, das kann man auf jeden Fall so sagen, Stufe 87 mit, glaube ich, 85er Damage, 90er Accuracy, und damit können wir dann halt wieder richtig gut QBD und auch Araxor töten gehen, und das wird dann vor allem auch unser Hauptziel sein, glaube ich, weil ja, mit der Uronid-Rüstung haben wir zwar ziemlich easy eine 90er-Rüstung bekommen, und wenn wir dann eine Drachenreiter-Lanze haben, dann können wir auch gut eben so Twin Furies, Bandors etc. machen, aber ich glaube halt mit dem Dezimierer schalten wir Bosse frei, bei denen wir definitiv mehr Geld farmen können. Da wäre einerseits natürlich QBD, da wäre Araxor sowieso, da wäre unter anderem auch zum Beispiel sowas wie Armadil, den man gut machen kann, und dann auch bei ganz vielen Gruppenbossen etc. ist es auch einfach gemütlich, wenn man nur DPS machen muss etc. Also ich denke, es hat einfach mehr Vorteile, weswegen ich mich erstmal ein bisschen auf Range fokussiere und dann auf Melee. Und Mage lasse ich jetzt einfach mal komplett weg, weil ich bin nicht so der Mager, das habt ihr vielleicht schon damals beim Progress-Account gemerkt. Und ja, das heißt, im Moment ist einfach gerade noch nicht alles ausgeben, weil ich brauche noch ungefähr 10 Mil zum Flippen, das wäre super praktisch. Aber danach wird es dann sicher so sein, dass ja, wir Geld ausgeben. So, Freunde, hier im Hintergrund seht ihr einen Clip, bei dem ich so traurig bin, dass ich nicht den Live-Ton aufgenommen habe. Und zwar hat mir der gute alte Eulenklaue eine Spende von 50 Millionen RuneScape-Coins gegeben und ich war richtig baff. Meine Live-Reaction wäre sogar ziemlich witzig gewesen, weil ich wirklich, ich war, ja, ich wusste einfach nicht, wie ich reagieren soll, ne? Es gibt gleich noch einen Clip, wo ich so ein bisschen über die ganze Thematik mit Spenden etc. rede. Bitte schaut euch das Ganze doch an, wenn es euch vielleicht interessiert oder wenn ihr euch jetzt gerade denkt, so, ihr nehmt Spenden an, what the fuck? Ja, wird alles gleich noch erklärt. An der Stelle einfach nochmal ein großes, fettes Dankeschön, wenn ich dann mal reden kann, an Eulenklaue für die Hilfe bei meinem Rebuild. Freunde, ich bin gerade richtig baff. Ihr habt den Clip wahrscheinlich gerade als letztes gesehen, an dem ich 50 Millionen RuneScape GP von Eulenklaue hier geschenkt bekommen habe. Und ich möchte mich an der Stelle wirklich gerade mal fett bedanken. Vielen, vielen Dank.
für diese Donation. Er hat mich angeschrieben im Freundeschat und meinte so, yo Bruder, ich schaue deine Videos richtig gerne. Willst du vielleicht ein paar Coins haben? Ich würde dir gerne unter die Arme greifen. Und ich habe mir das Ganze ehrlich gesagt etwas länger überlegt, weil mein erster Gedanke war so, aber das ist doch voll uncool. Jetzt nehme ich euch Geld weg, so nach dem Motto. Und ich habe ihm dann ganz klar geschrieben, so, ja, guck, von mir aus darfst du das gerne machen, aber das ist überhaupt keine Pflicht und das ist mir hier ganz wichtig, dass das hier kurz zu Wort kommt, weil das war absolut freiwillig von ihm und ich will jetzt nicht, dass ihr irgendwie das Gefühl habt, dass ihr Geld geben müsst oder so irgendwas, sowas will ich absolut nicht, aber er hat mir das Ganze halt angeboten und ich habe mir das dann wirklich überlegt so und dachte mir einfach, hey, warum eigentlich nicht? Wir haben so viel verloren oder ich habe so viel verloren durch diesen Scheiß-Hack. Ich probiere hier ein Rebuild auf die Reihe zu bekommen und wenn er mir da ein bisschen unter die Arme greifen will, dann finde ich das super nett und an der Stelle wollte ich mich einfach ganz fett dafür bedanken. Das waren 50 Millionen RuneScape Coins. Das bringt uns auf jeden Fall einen riesigen Step weiter und ja, das heißt eigentlich mehr oder weniger und das möchte ich eben auch gerade im Video machen. Denn was wir da kaufen werden, ist eine Sirenenarmor, denke ich zumindest. Die Elite ist ein bisschen teuer, ja, leider. Aber wir können uns hier die ganz gewöhnliche Serenic Armor endlich mal wieder kaufen. Und sie kauft sich jetzt gar nicht instant, das kann ich mir vorstellen, weil die ist relativ cheap. Ich dachte, sie wäre teurer. Aber auf jeden Fall setzen wir mal das Angebot hier in die Jude alte Markthalle rein. Und ich bin gerade einfach nur absolut baff. Das ist so insane nice. Vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal. Und jetzt kaufen wir uns auf jeden Fall gute Ranged Armor, dann den Dezimierer, gutes Ranged Equipment und dann können wir auf jeden Fall wieder loslegen hier. Es ist der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Oder hauptsächlich eigentlich ich, weil ich habe keine Ahnung, ob ihr auf sowas wartet. Ich nehme jetzt einfach mal an, nicht. Aber wir können finally wieder unser Equipment anziehen. Und ich glaube, es ist finally endlich mal wieder Equipment, bei dem ich sagen kann, hey, das kann sich sogar halbwegs sehen lassen. Ich meine, der Bogen, er ist teuer, ja, er kostet, by the way, fast 50 Mil im Moment. Ich glaube, ich habe ziemlich viel gezahlt. Also ich wollte ihn einfach instant gekauft haben, weil ich will jetzt bossen gehen so ein bisschen. Weswegen ich definitiv zu viel bezahlt habe, als dass er kosten würde. Ich glaube, irgendwie 48 Mil am Ende oder so. Nicht ganz. Aber dennoch, er ist ein ziemlich diesen Bogen. Wir werden ihn zwar so schnell wie möglich zum Giftlangbogen updaten wollen, aber jetzt haben wir wirklich, wirklich gutes Equipment, bei dem ich sagen kann, hey, damit werden wir Erexor Kills am laufenden Band schaffen. Damit werden wir viel zu QBD gehen können. Damit werden wir einfach endlich mal wieder wirklich, wirklich, wirklich farmen können, habe ich so das Gefühl. Endlich mal wieder die ganzen Bosse killen und sowas. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Und ich bin gespannt, was es so für Clips gibt, bei denen ich weiß nicht, wie geiles Equipment holen werde. Ich meine, weiß nicht, wie geil ein Loot. So, und mit dem Restgeld, das wir noch haben, werden wir jetzt noch ein paar Supplies kaufen. Und zwar einerseits ein paar Pfeile. Wait, ich wollte die kaufen, nicht verkaufen. So. Einerseits ein paar Pfeile, so, whoops, damit wir da auf jeden Fall genug haben. Dann werde ich mir noch ein paar Prey Pots werde ich mir noch kaufen. Ah, da muss ich ja Gebetstränke. Gebetstrank muss ich da noch eingeben. Ja, und das heißt, jetzt haben wir eigentlich alles soweit, um wirklich durchstarten zu können, mehr oder weniger. Und ja, jetzt hoffe ich, dass das Ganze eben dann wirklich lustig wird, dass wir ein bisschen lucky gehen hier und da. Und dass wir dann schon bald in neuem Glanz erscheinen. Ja. Ich hoffe es. Wir werden es sehen. So, Freunde. Ich campe hier in Lumbridge und benutze meine gute alte Methode, die ihr vielleicht noch aus dem Progress kennt. Oh, die jetzt gerade funktioniert! Und wir machen unsere ersten Elder Overload Potions. Insane. Okay, das Timing ist jetzt halt absolut insane gewesen. Und ich wollte einfach mal drei machen, weil ich will die einfach mal ausprobieren. Die geben plus 21 Levels in jedem Skill. Das heißt, du kommst, glaube ich, auf 120. Mathe-Genie. Und jetzt werden wir die benutzen und damit werde ich jetzt direkt mal Rexor gehen. Ich habe nur drei gemacht, weil ich absolut keine Ahnung habe, wie gut die dann wirklich sind. Aber mich hat es einfach gerade Wunder genommen. Falls ihr euch gerade gefragt habt, was ich da gemacht habe, und das ist jetzt der kleine Quick-Tipp, mit 99 die Level 106er Potions zu machen, ist ganz einfach, ihr müsst auf Pulse-Cores warten. Pulse-Kerne, ich habe das schon mal im Progress erklärt, können Level boosten. Und da gibt es dann so Sammlungen, die sie boosten können, zum Beispiel alle Combat-Levels oder alle Sammel-Skills-Level oder eben alle Herstellungs-Skills-Levels. Und die boosten sie dann um 7 Level
Das heißt, du kommst halt von 99 direkt auf 106. Du kannst die Potions dann herstellen, aber es funktioniert nur so. Also, oder ihr macht halt einfach Level 106. Aber, ne, you know what I mean. Und so habe ich das jetzt gemacht. Und jetzt gehen wir zu Rexor. Und erster Rexor-Kill gemacht. Und wir kriegen, yeah, 500k. Let's go. Direkt den nächsten. Ich habe ein bisschen verkackt, was die Spells angeht. Deswegen bin ich so low. Aber an sich vom Damage her würde ich sagen, ja, ist es, also ich meine, es ist nicht vergleichbar mit dem Götterbogen früher, weil da hatte man einfach den Special Attack vor allem, der halt so insane war. Aber ich glaube, man kann es gut damit vergleichen, dass es sich so ein bisschen anfühlt, wie wenn ich jetzt im Moment gerade mit einem Gift-Langbogen fighte. Also ich persönlich würde sogar sagen, ich spiele so ein bisschen die Stats, dass sie empowered sind, also noch ein bisschen mehr als normal. Aber das kann natürlich jetzt auch einfach der sogenannte Placebo-Effekt sein. I don't know. Aber ich meine, ich habe es jetzt noch nie geschafft, mit dem Dezimierer eigentlich quasi einen Kill zu machen, ohne Food aus dem Packjack zu gebrauchen. Oder eben wie jetzt gerade nur ein Ding. Also von dem her, ja, ich denke, wir sind schon auf dem richtigen Weg hier im Moment. So, nächster Kill geschafft. Und ja, es war ein bisschen übertrieben, direkt einen neuen zu starten. Aber there we go, guys. Unser erstes Leg Piece haben wir schon wieder. Nice! Ah, ist nice, boy! Ich würde sagen, alles war ziemlich erfolgreich, Freunde. Heute erstmal noch ein paar Potions gemacht. Ich habe jetzt insgesamt all meine Mega-Übermaß-Tränke übrigens zu diesen Elder-Potions gemacht. Einfach, weil sie besser sind. Also, warum nicht? Und die größte Ausgabe dabei ist es ja, diese Mega-Übermaß-Tränke herzustellen. Jetzt gebe ich gerade noch eine Daily-Challenge ab und wir haben natürlich auch bei Rexor das Leg Piece bekommen, plus die Donation von dem Kollegen. Also es ist alles gerade ziemlich fit. War ein nicer Day, Alter. Der war erfolgreich, würde ich behaupten. Morgen wird's noch geiler. So, ich habe mich dann entschieden, noch ein paar Rexor-Kills zu machen. Hier habe ich leider keine Stimme direkt mit aufgenommen. Aber trotzdem wollte ich euch einfach den Loot nicht vorenthalten. Es war jetzt nichts extrem Geiles dabei, aber es waren dann doch ein paar Loots da, die man eigentlich ordentlich gebrauchen kann. Ich meine, Cash ist am Ende doch einfach nur Cash. Und ja, da muss man halt sagen, Rexor ist definitiv im Moment einer der Bosse, mit denen ich definitiv am besten Kohle machen kann, weil der Rexor ist nun mal ein Rexor. Eine Sache, die ich in letzter Zeit wirklich oft gemacht habe, jetzt auf der RuneScape Mobile Version vor allem, sind Farmruns. Ist etwas, das ich vorher wirklich lange nicht gemacht habe und irgendwann wieder damit angefangen habe, vor allem weil einfach die ganzen Healths jetzt mittlerweile super expensive sind, halt wegen dem ganzen Ding-Update, das da kam. Ach, wie heißt das nochmal? Wegen dem ganzen Herblore-Update. Von dem her, das ist etwas, was wir in letzter Zeit wirklich viel gemacht haben, wo ich mittlerweile wirklich Herbs, ich glaube im Wert von irgendwie 4 Millionen oder sowas auf der Bank habe, also echt fein. Und das ist auch das, was ich jetzt hier noch gerade machen will, bevor ich jetzt dann gleich pennen gehe, beziehungsweise ich will jetzt noch kurz den Farmrun beenden, dann mache ich noch ein ganz kurzes Update für euch, dann gehe ich noch kurz die Ausdauer öffnen und dann gehe ich pennen. So. Okay, ultra sad, das letzte ist leider abgestorben. Ich wollte aber nur mal kurz einen Price-Check machen, um euch so einen ungefähren Wert zu geben. Ihr könnt euch das ja selber denken, wir haben jetzt 4 Parzellen gemacht. Das waren jeweils 10, also pro Parzelle sind das ungefähr 80k. Wenn alle überleben, dann ist man da schnell mal bei 400 bis 500k, je nachdem, ob die Kräuter jetzt gerade 10k Wert haben oder wieder 8k, wie jetzt gerade. Aber definitiv Farmruns im Moment sehr interessant, finde ich, weil einfach, ja, super easy to do und halt echt guter Profit. Also es ist echt etwas, ich zeige euch jetzt ganz kurz, wie es da ausschaut. Etwas, was ich jetzt in letzter Zeit mit dem Mobile einfach viel gemacht habe, weil ich ein bisschen viel unterwegs war etc. Und ja, so sieht im Moment die Bank aus. Ihr seht hier schon ganz viel so Lanterdime, welche auch zusammen eben einen relativ guten Wert hatten oder haben und dann auch noch hier das ganze Frauenflachs. Und sonst ist im Loot Tab eigentlich auch einfach ein bisschen Rexor Stuff dazu gekommen. Rexor habe ich noch ein paar Mal gemacht. Dann war ich noch Duo Bossen bei Vindicta und Helvia, deswegen auch der 4 Mill Cash Stack. Und das ist eigentlich im Großen und Ganzen auch das, was ich in letzter Zeit gemacht habe. Also wirklich Rexor, Duo-Bossen und eben Farmruns bzw. Dailies, eben auch sowas wie hier die Tränkeflaschen. Ja, im Moment reicht es mir einfach gerade nicht so ein bisschen für mehr. Wird aber auch wieder mehr kommen und ich werde auch wieder mehr Clips machen. Es ist einfach manchmal wirklich gut möglich und manchmal halt nur ein bisschen weniger. Was für eine Schönheit von Drop.
So, Freunde, das war's nun auch schon wieder mit dieser Episode vom Rebuild. Und ja, ihr habt gesehen, Alter, richtig viel ist passiert. Wir haben Donations bekommen, wir haben Rexor Legpiece gekriegt, wir haben wie heißen sie, Onyxe gekriegt, etc. Wir sind richtig gut vorwärts gekommen und genau so will ich es auch weitermachen, so in diesem Pace. Einfach vorwärts, 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 vorwärts. Einfach, dass wir langsam aber sicher wieder in die Tier 90 Weapons kommen und dann vor allem auch die Tier 92, die ja so unser Final Ziel ist, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, Freunde, vergesst nicht zu abonnieren, das Video zu bewerten, vielleicht einen Kommentar zu schreiben und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Checkt meine Social Medias aus, findet ihr in der Videobeschreibung. Haut rein und Peace!